So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Altes Life. Ja, eben hatte ich ja meine Waffe aus Versehen verkauft. Eigentlich wollte ich ja die Muni verkaufen und habe aus Versehen meine Waffe ja mit verkauft. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr und habe mich neu angemeldet, also hier reingejoint. Und wir fahren jetzt mal zur Kupfermine. Aber ich brauche erstmal ein bisschen Kupfer. Wo fahre ich denn gerade besser lang? Da bin ich. Also immer weiter geradeaus. Gut. Fahren wir mal los. Ne? Weil ich brauche ein bisschen Money. Dann wollte ich mir eine neue Waffe holen. Und dann wollte ich mal versuchen, die Zentralbank auszurauben. Weil Gott sei Dank haben wir jetzt abends und es sind noch keine Bullen on. Die kommen immer spät abends, glaube ich. So. Jetzt müssen wir rechts. Yay. Und da vorne ist es schon. Ja. Ist da einer? Nöp. Nöp. So. Hacke und nutzen. Also immer meine Lieferung, die ich abliefer, da bekomme ich immer um die 32.000. Das ist richtig geil. Was? So. Ach. Ich muss ja immer drauf drücken, genau. Wenn auch irgendwann mal hier mehr Leute drauf joinen, ne? Und ich habe eine Waffe, dann mache ich mal einen Überfall auf die immer, wenn ich ein paar Leute sehe. Dann klaue ich auch das Geld von denen und ja, schlag den immer auf den Boden. Weil man kann hier ja mit, wenn du eine Waffe hast, kannst du den ja auf dem, also K.O. schlagen, heißt das. Und dann liegt der für ein paar Sekunden auf dem Boden und du kannst ihn dann schnell ausrauben, nochmal draufschlagen und dann abhauen. So einfach. Irgendwann wollte ich mir einmal ein SUV kaufen, aber der kostet schon um die 80.000, glaube ich. Und wenn ich auch mehr Geld habe, so 80.000, dann fahre ich erstmal zur Kokainfeld. Ich weiß ja nicht, wie viel so eine Kokain-Verarbeitung, also Lizenz kostet. Ich glaube schon so 50 bis 60. Glaube ich. So, das tue ich mal ins Auto. Ja, ich glaube, wir passen gar nicht 10, glaube ich, oder? Ja. Und nochmal. Und dann wieder. Bis mein Inventar voll ist. Gott sei Dank haben wir jetzt Ferien. Jetzt habe ich auch mehr Zeit zum Aufnehmen und Hochladen. Und langsam erreiche ich mich bei den 200 Videos. Also fast 200 Videos habe ich hochgeladen. Und bald 50 Abonnenten.
Vielen Dank dafür nochmal. Mal gucken, ob ein 50 Abonnenten Special kommt. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht mit einem Freund oder alleine. Muss ich mal überlegen. Ich dachte, das wäre ein Auto da oben. Also vielen Dank für die 50 Abonnenten bis jetzt. Es kann ja noch ein bisschen mehr werden, aber nicht so schnell. Was ist? Achso, voll. Gut. Alter. Ah. So, wo ist jetzt die Kupfer. Verarbeitung. Och ne, wieder da hinten, ne? Gut, dann fahren wir mal dahin. Kommen wir auch hier raus? Glaube schon, oder? Ja, ich glaube. Oder? Yep. Da kommen wir raus. Ach, das ist ja mal geil. 30 FPS habe ich. Wow. Das ist doch mal schön. Ich habe alle meine Grafik-Dinger auf Standard gemacht, weil hoch das... Nee. Das kann ich nicht aufnehmen, weil da habe ich nur noch so 5 FPS bis 10. Und das leckt sowas von. Aber ich glaube, das reicht. Ihr könnt das ja eh nicht richtig in HD sehen, nur in Halb HD, 720p, nicht in 1080p. Für 1080p brauche ich ein anderes Schneidprogramm, deswegen. Ich benutze ja nur zum Aufnehmen Fraps und Schneiden Camtasia Studio 8, genau. Boah, ich bin flott unterwegs. Ich glaube, ich baue eh gleich wieder einen Unfall. Oh, hier kommt die Stadt. Oh, ne. Also, hier, der Wagen geht schon gut ab. Alter. Also ich glaube, ich habe in den letzten Part jetzt, was ich eben aufgenommen habe, habe ich nicht gesagt, dass ich, also ich hatte noch 5 andere alte Live-Videos, die habe ich aber gelöscht, weil da habe ich auch nur Pfirsiche gefarmt. Und das ist ja eigentlich nur Schwachsinn. Sehr langweilig. Deswegen habe ich die anderen 5 gelöscht und hatte heute Bock, mal was richtiges, anständiges zu machen. Kupfer, Bank, Waffen kaufen, alles mögliche. Das finde ich ganz geil, hier auf der Straße gibt es Schlangen. Boah, Alter, das war mal ein mega Flug. Geil, kein Schaden. Okay, ich glaube, hier hebe ich wieder ab. So. Och ne, ich hasse Feld. So. Dann verarbeiten wir gerade mal das Kupfer. Und dann verkaufen wir das gute Stückchen. Dann fahren wir zum Waffenladen. Holen uns aber diesmal nur eine Pistole. Kein Maschinengewehr. Weil das ist viel zu teuer. Und wenn ich mich auslogge, ist es natürlich dann weg. Warte mal, ich muss mal was machen. Ich klicke mal auf Speichern. So. Schlange wieder. Wo fahrst du überhaupt lang, ey?
Na toll. Ich schau mal gerade schnell ab, ich weiß nicht. Mal heilen. Na, ich glaube, das fliegt nicht in die Luft. Wo bin ich denn überhaupt? Du Scheiße. Okay, einfach weiter geradeaus. Das repariere ich gerade mal. So ein dummer Scheißstein, Alter. Oh, hinten ist ein Loch. Die Scheibe ist rausgeflogen. Oben ist auch die Scheibe raus. Das sieht auch. Sau Schwachsinn, ey. Vom Stein hinten so ein wie ein Schussfeld. Also ein Schuss, ja. Ich habe mir eben mal ein Let's Play angeguckt, wie man die Zentralbank ausraubt. Da muss man irgendwie auf so einen roten Kasten oder so, was war das nochmal? Keine Ahnung. Draufklicken und dann muss man 10 Minuten warten. Und dann hat man über 300.000, glaube ich. Wenn man das dreimal gemacht hat, dann hat man fast 1 Million. Und dann, yeah. Dann geht's richtig ab. Dann kaufen wir uns das geilste Auto oder einen Truck, Helikopter, die besten Sachen, Waffen, was alles nur gibt. So, ich muss jetzt hier. Alter. Nee, Mann. Da lang. Ja, hier ist es richtig. 800 Meter nur noch. 900. Jetzt 800. Autoschrottplatz. Aha. Autoschieber. Was zur Hölle ist jetzt ein Autoschieber? Leute, ich fahre mal gerade dahin zum Autoschieber. Ich weiß ja nicht, was das ist. Dann gehe ich mal gucken. Nirgendwo gegenfahren. Denn das Schönes hier. Ach so. Das neue Limousine verkaufen. Teuer kann man auch hinten machen. Ah, Scheiße. Alter, was für Scheißhubbeln sind hier denn? So, einmal rüber hier. Sehr schön. Und jetzt hier unten so ein Kupferverarbeiter. Eieiei. Stopp. So, jetzt sind wir gleich da. So geht's auch. Ist hier keiner oder? Sieht jetzt nicht so aus.
Schnippe. Nein, will ich nicht. Muss ich das echt tun? Ach, lecko mio. Okay, Leute, ihr seht, wie ich das verarbeite in der nächsten Folge. Tschüss.